Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Leute, und guten Morgen zu LS22. Ja, die St. Kalle ist da. Die gestern nicht genug warten konnten und darum gefragt haben, weil ja Feiertag war. Ja, heute das Video für euch. Die St. Kalle, Erklärung, Slots, Mods und hab nicht gesehen. Werde aber nicht die einzige Karte sein und nicht der einzige Mod am wunderschönen Dienstagmorgen, damit ihr auch schon wisst, warum Paddy gestern Abend euch gepostet hat, ne? Paddy kommt live. So, und zwar St. Kalle auf Konsole ist da. Für die Leute, die bei mir schauen, ladet sie bitte sofort runter, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil ihr kennt das Spiel, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, Felder, Feld 4, 5, 31, 29, Standard, wie man das so am Anfang hat. Und natürlich das Hofgezumpel hier, ne? Also seht ihr ja. Dann, für die Leute, die sagen, ja, der labert nur wieder Kacke. Wir haben 1408 Slots oben zu sehen und daran seht ihr schon mal, dass wir auf der Konsole sind. Ne? Wir haben aber unsere eigenen Fahrzeuge. Nach wie vor kleiner Fan 500, der Massey Ferguson. Der Deutz Mähdrescher, der Schäfer, dann haben wir hier die ganzen Kipper. Also es hat sich eigentlich nichts geändert hier zum Beta ab, also zur Beta, die ich gespielt habe. Ne? Also es ist eigentlich alles nach wie vor da, wie man es kennt. Ja. Für die Leute, die es nicht kennen, hier ist das Industriegebiet. Wir hopsen mal rüber hier. Das wunderschöne Industriegebiet, ne, wo ihr vorne von der Straße aus kommt. Ah, hier ist noch die normaler Weg, sondern die kommt von hier. Ist nach wie vor bekannt. St. Kalle Industriegebiet. Dann habt ihr ja die Tankstelle. Also was heißt Tankstelle? Der Frühling wäre hier die Tankstelle. Hier ist aber das Baustoff von St. Kalle. Der St. Kalle Baustoffscheune. Und hier könnt ihr Kalk kaufen und diverse Artikel, ja, ist ja bekannt. Ja, dann haben wir die Bäckerei Hüfgold. Hüfgold? Hüfgold, zu geil. Kalle ist der Hüfgold. Ja, haben wir schon mal gesehen, ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Performance der Karte ist richtig gut. Ne, aber das hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Ja, Schreinerei ist hier. Siegerrestaurant. Kaffee, hier oben war glaube ich Kalle Kaffee. Hier ist der Shop, ne, ist bekannt. Und hier Steinbrecher, also hier ist ja der Shop. Ich mache mal hier den Trigger an, den habe ich ja sonst aus. Ah, wir haben es ja schon ein paar Mal gespielt. Steinbrecher. Und hier ist die Bäckerei, beziehungsweise das italienische Restaurant. Ich glaube, hier war auch wieder etwas mit Kalle. Ne, nee, Kaiserschmarrn ist hier. Kaiserschmurren. Ja, dann haben wir das wunderschöne Gebäude vom Farmer Five Tom hier in der Innenstadt. Ist aber nur ein Deko-Gebäude. Und dann geht es in die Felder. Dekoration, hab nicht gesehen. Wir hüpfen hier mal rüber. Band, alles dreckig und schmutzig. Ja, das Problem ist, ich war natürlich am Überlegen, okay, ich übernehme den Spielstand vom PC. Bin mir da noch gar nicht so sicher. Oder? Sie nicht. Dann nehme ich den oder fangen wir komplett neu an, weil wir sind ja auf der Konsole. Also ich glaube, fangen wir auf der Konsole an. Ja, Texturen sehen auch hier auf dem Kuhstall excellent aus. Ne? Also ist alles, ja. Gut, auf der Konsole hast du natürlich ein bisschen mehr Farbe. Ist so, also auf dem PC ist es ja so ein bisschen heller, deswegen benutzen wir viele den Shader. Ja, auf der Konsole ist das, wie man sieht, ein bisschen dunkler, hat ein bisschen mehr Farbe, dementsprechend. Ja, ist das ein bisschen lieblicher, nenne ich das. Das ist aber eine Einstellung PC, also wenn du einen Shader nicht drin hast, ist es immer ein bisschen heller. Und auf der Konsole ist es kräftiger. So, dann haben wir natürlich hier immer noch, so wie wir das kennen von der Butcher, dass man hier Stroh einwirft an der Seite. Das hat er natürlich übernommen, das ganze Gebäude ist ja auch geändert, ne? So ist es nicht. Tiere könnt ihr hier kaufen, ihr habt aber schon ein paar. Ja, 10 Stück, wollte ich gerade sagen. Die behalten wir auch, besser ist. Ja, Traktoren. Dann haben wir hier die Kaufsilos. Ne? Also ein paar sind umgeschrieben. Hier ist für Saatgut. Und hinterm Hof habt ihr dann die Silos. Wir rennen mal einmal rum. Hier haben wir Kalklagerungen und so weiter. Und einer von denen war umgeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, war das der?
Einer war für Kalk, einer war für Dünger und einer war für Saat. Ist jetzt gar nicht. Muss ich mal ganz kurz gucken. Wir gehen mal gucken. Saatgut. Wo konnte man das ändern? Mineralfutter und Saatgut. Okay. Dann rennen wir durch. Hier habt ihr auch noch einen schönen Flug. Ist ja bekannt. Hier ist das Silo. Ist kein Multisilo. Gehen wir nochmal hier hin. Hier ist Mineraldünger. Doch, okay, Entschuldigung. Hier ist Mineraldünger, drüben ist Saat. Weiß nicht, ob er den hier geändert hatte jetzt. Dann wäre das Kalk. Mineraldünger. Saatgut. Keine Ahnung, jetzt komme ich hier so ein bisschen. Das ist schon auf Lager, Saatgut. Keine Ahnung, müssen wir uns mal durchflauschen. Ja, daran sieht ihr, dass ich auch auf Konsole bin. Weil hier die Hühner sind. Mein Spielstand ist ja weg. Davon habt ihr natürlich auch schon welche. Bei mir waren ja keine Hühner mehr. Aber ich glaube, wir würden das diesmal übernehmen. Ja, wie gesagt, 1408 Slots. Ich weiß nicht, ob wir die behalten, ob wir kaufen, ob wir nicht kaufen, ob wir den Case mit reinnehmen, weil der war ja ideal hierfür, oder ob wir den, ja, kann sein, dass wir den 700er Fendt mit reinnehmen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir haben ja auch noch Spielstand Mittelland. Und Mini-Brunnen kommt auch noch. Also, dann haben wir das alles da, wie wir wollten. Bloß gestern hatten einige nicht warten können und waren wieder ungeduldig und unhöflich. Ich habe gesagt, es ist Feiertag, aber die Leute hören nicht zu. Ob ich was erzähle oder ein China-Fanreis komme. Ich habe euch gesagt, nach Feiertag ist die Karte da. Das ist sie ja. Ich mache das Video auch kurz, gar nicht viel Gesülze. Wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß damit. Wie gesagt, für meine Community, die wissen immer, wenn ich sage runterladen, dann hat das schon so einen Grund. Weil die Karte kam einmal zurück und kam nochmal zurück aufgrund Schatten am Fenster und hab nicht gesehen. War ziemlich putzig, die Kommentare. Also von Giant zurück, waren nicht genehmigt. Gestern war Feiertag, ne? Da kommt nichts. Und heute ist sie da. Seit, ich glaube, 7 Uhr schießt mich tot morgens. Auch andere Mods. Aber es kommt auch noch im Laufe des Tages was. Und auch im Laufe der Woche zum Thema Mini-Brunnen, hab nicht gesehen. So, da müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Das wäre schön. Ich bin bloß noch nicht so ganz sicher, ob wir anfangen neu oder ob wir den Spielstand vom PC übernehmen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wobei vom PC waren wir schon ziemlich weit. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war im PC. Aber Entschuldigung, wir hatten ja schon Ballen, wir hatten den Case, glaube ich, und so. Ich glaube, ich würde den 700er Fendt reinnehmen und habe nicht gesehen und so. Also den Spielstand vielleicht. Nicht neu aufstellen, aber auf jeden Fall andere Fahrzeuge. Das auf jeden Fall, ne? Naja, wie gesagt, runterladen nicht vergessen, liken nicht vergessen und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr immer aktuell sein möchtet und immer die neuesten Karten, Mods und diverse Infos haben möchtet. Müsst aber auch Geduld haben, weil wenn die Karten eingereicht sind, ob sei es bei Giants oder naja, woanders ja nicht, also bei ModHub, und dann kann nicht ich da was für, auch nicht der Modder da was für. Dann liegt es einmal an Giants und einmal am Feiertag. Und wenn die dann durch sind, die Feiertage, so wie auch alles durch ist, dann kommen auch die Karten. Die müssen ein bisschen mehr Geduld haben. Geduld lernen. Ne? Mini-Brunnen genau das gleiche. Na gut, wir sehen uns später live mit dieser Karte. Ich wünsche euch aber mit der Karte viel Spaß. Wie gesagt, runterladen ganz fix. Ich bin euer Paddy. Ciao, ciao.